Hallo liebe Leute, es begrüße euch Gustavo Moreno Morales. Sei willkommen zu einem neuen Beitrag von Gustavo unterwegs. Das hier, was Sie sehen, passiert momentan hier in Göttingen, wo eine Gruppe von Personen so versammelt haben. Oh, da gibt es einen Polizist, der verletzt wurde. Oh. Y la hace de Bilda de Sprehen. Drei verletzte Beamte. Geh auf die andere Seite. Kannst du ein paar Wörter dazu sagen? Kannst du ein paar Wörter dazu sagen? Frag mal lieber wen anders. Wer könnte ich fragen? Seid ihr Antifa? Ja, Antifa. Ja. Würdest du was dazu sagen? Wie bitte? Würdest du das ein bisschen erklären, was hier läuft? Ich bin mir selber nicht ganz sicher, was hier läuft. Aber die anderen. Würdest du sagen, was hier läuft? Was läuft hier? Was läuft hier? Wir haben doch mal gerade besprochen, dass das Schlimmste jetzt in der Ort in der Rüstung ist, weil wir hier nur auf die Fresse kriegen, wenn wir das weiter versuchen. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen zurückziehen, dann können wir noch Redebeiträge hören. Und ich glaube, die Leute haben bemerkt, dass wir solidarisch mit ihnen sind. Und sozusagen, wir können an der Stelle, glaube ich, nur verlieren hier. Würdest du was erklären? Was läuft hier? In die bitte? Kamera? Ja, so hinter der Kamera. Ja, so. Ist gut. Danke. Okay, erzähl mal bitte, was. Oh, hier vor der Kamera. Ja. Ja, okay, erzähl mal bitte, was läuft hier in Göttingen? Wir sind heute hier, um darauf aufmerksam zu machen, dass Leute in diesem Haus eingesperrt werden. Da wohnen mindestens 700 Leute, höchstens 100. Und ich glaube, 102 ist die offizielle Zahl, die infiziert sind. Und alle sind da eingesperrt und es wird sozusagen in Kauf genommen, dass alle sich jetzt mit Corona anstecken. Die Leute können nicht da raus, die können sich nicht selber mit Essen versorgen. Wir haben auch die Information, dass sie zu wenig Essen kriegen. Und deswegen sind wir hier, um dagegen zu protestieren. Die Leute, die nicht krank sind, müssen auf jeden Fall getrennt werden von den anderen. Am besten müssen die kranken Leute evakuiert werden und woanders untergebracht. Das ist aus unserer Sicht nicht haltbar, was die Stadt hier abzieht. Die Stadt hätte den Bewohnern vorher Bescheid sagen müssen, dass sie in Quarantäne kommen. So hätten sie keine Möglichkeit, sich vorzubereiten und genügend Essen und Hygieneartikel wie Windeln zu kaufen. Die Bewohner brauchen ausreichend Essen und Babynahrung. Sie bekommen nicht genug. Die Stadt muss fragen, welche Lebensmittel die Bewohnerinnen brauchen und ihnen nicht nur Chips und Äpfel geben. Das wird ihren Bedürfnissen nicht gerecht. Die Zäune müssen sofort weg. Durch die Einsperrung der Bewohner gibt es keine Möglichkeit, dass sich die gesunden BewohnerInnen von den Kranken fernhalten können. Es wird riskiert, dass der gesamte Wohnblock krank wird. Die kranken Leute sollen drinbleiben, sonst werden alle Leute und die Kinder krank. Was soll das denn? Was soll das? Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ja!
Dennis, wie viel Pfeffer wollt ihr noch reinsprühen in die Wohnung, ey? Was habt ihr eigentlich im Kopf, ey? Was ist denn da los? Hier, da rein, sie sind eben da raus, Moment, sie gehen wieder da rein. Nein, ich bin Journalist. Ja, das ist egal. Moment, ich bin Journalist, ich kenne mich die meine Arbeit nicht hindern. Moment. Ein anderer Bewohner schrieb uns. Im Gebäude wird trotz anders laufender Presse von Donnerstag nicht so sauber gemacht. Wirklich! Und fahr mal runter, Alter! Die vor Ort sind und das geschildert haben. Die lassen das an sich abwehren und kümmern sich nicht. Sie wimmeln uns so ab und im Endeffekt passiert nichts. Es wird massig Personal aufgewendet, um uns in Schach zu halten. Die Polizei tritt behelmt. Auch für Sie. Sie bleiben bitte bei der Polizei. Ja, ich bin Moment, Moment. Ich bin Journalist. Ich bin Journalist. Nein, ich folge Sester, das habe ich schon mehrmals gesagt heute. Also, Sie dürfen mich nicht in meine Arbeit hindern. Ja, das ist ja schön, aber ich muss gut, gucken, okay, was gut. Ja, alles klar. Ja, genau. Ja. Unsere Kräfte behindern sollten bei ihrer Arbeit, weil sie im Weg stehen oder ähnliches. Sie sind ja gut, Kräfte, haben aber ich darf mich bewegen hier. Sie müssen sich bewegen, ja, genau. Aber nicht behindern. Ja, genau. Ja. Alles klar. Okay, danke, Herr. So, jetzt habe ich das geklärt. Ich darf mich hier bewegen. Als Journalist darf ich das. Fliegen Flaschen, ganz schön viele Scherben sind hier und ich hatte schon gehört, drei Beamter, Polizeibeamter sind verletzt worden, die wurden schon evakuiert. Hier noch ein Verletzter, wir transportiert und die Straße, die Grona, das ist die Grona. Die Straße wurde gesperrt. Genauso wie die Berliner Straße. Noch eine Verletzte, ja. So, noch eine Verletzte, Polizistin hier in diesem Fall.
Befand mich in der Nähe, deswegen also konnte ich nur einfach so mein Handy jetzt rausnehmen. Das als Erklärung, wenn das Bild wackelt. Und das ist erst der dritte Tag von dieser Quarantäne. Das muss man so sagen, erst dieser dritte Tag. In einem Interview, das ich nicht veröffentlichen dürfte, hinterher, sagte mir der Interviewpartner, jemanden, der da drinnen wohnt, hatte ich schon im Vorfeld gefragt, was, wenn hier dieses Haus unter Quarantäne stehen würde? Das sagte er, genau das. Genau so was hat er befürchtet. Dass hier würde den Teufel losgehen. Und das sagte ich auch zu Frau, unsere Sozialdezernentin, hatte auch die Frage gestellt. Leider ist so, hat sie so bewahrheitet. Und von meiner Seite muss ich sagen, und das ist bitte an diejenigen, die vielleicht mich unterstützen wollen, an diejenigen, Leider wurde mein Video, das Video, das ich am Sonntag, letzten Sonntag gedreht habe, hier drinnen, da drinnen, wo keine Quarantäne noch gab, um 6:30 morgens, wo ich keine Person aufgenommen wurde, wurde von Seiten der Bewohner leider missverstanden. Und gestern und heute, wo ich versucht habe, die Situation zu glätten, waren die so aufgebracht, dass eine Frau hat versucht zu klettern. Die machen da weg von hier, weil die sind solche, die so denken. Die da am Fenster sind. Und die Frau, wie gesagt, ist geklettert auf diesen Sound, und die Polizei musste da einschreiten, um sie zurückzuholen. Also das ist, und jetzt gerade eben vorhin sagte jemand von da drinnen auch zu mir, wenn ich hier rauskomme, ich treffe die in der Stadt. Also das ist die Situation hier als freier Journalist für mich. Ich verstehe, dass Sie auch, oder haben Sie auch schon mehrere gemeldet, dass Sie interessant finden, wenn das so live ist, was passiert momentan hier in Göttingen. Aber ja klar, das sind Risiken dabei auch. Thank you.
Oh, muss ja aufpassen. So, liebe Leute, dann. Die Situation eskaliert, Die kommen jetzt nach vorne. Das ist brenzlig, die Situation. Da ist ein Hund, der außer sich ist. Ich werde versuchen, jemanden von drinnen zu kontaktieren und zu sehen, ob wir ein Telefon. Letztes Mal, wie gesagt, hat er gesagt, ich hatte ihn schon einmal gehabt, ein Telefon, eine Pressekonferenz mit ihm gemacht. Und das zweite Mal war nicht live und das wollte er nicht hinterher, dass ich das vorlade. Mal sehen, ob ich ihn kontaktieren kann und dass er uns erzählt, was passiert da drinnen. Oder ja, in den Hof. Seine Eindrücke. Wer
Ja, traue mich nicht so, da näher zu kommen bei dir. Ich kenne das schnell missverstanden. Beziehungsweise missverstehen. So, ich versuche jetzt mit jemandem von der anderen Seite zu sprechen und sehen, ob die verstehen, was das Interesse ist, die Information weiterzuleiten. Deswegen. Also da waren die bejubelt die Ansage von der Gruppe, die hinter diese Kolonne von Polizeiautos stehen und hier gekommen sind, um sie zu unterstützen. Te estoy apoyando, te estoy apoyando. Entiéndeme, dile, dile a los otros que te estoy apoyando. Date. Mira, mira. Ja, das ist meine Arbeit. Das ist meine Arbeit. Ich habe die Genehmigung. Ich muss dir erklären, was wir denen. Ja gut, aber jetzt ich muss arbeiten. So, ich muss versuchen, jetzt mit jemandem da, der Spanisch spricht, das ist gut, und meine Position zu klären, weil alle denken, ich wollte was Falsches machen, als ich am Sonntag hier gedreht habe. Das ist mir wichtig, das zu klären, das können Sie auch vorstellen. Gut, okay, damit wollte ich sagen, ich mache eine kurze Pause. Bis gleich.